Ja, moin! Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Ja, moin! Wir haben im letzten Part hier in Fort Conrad den nächsten Pixel befreit, der sich da nennt, ich glaube Surfer oder Surfer. Er surft gerne im Internet bei Google Chrome und beim Internet Explorer. Da geht er gerne mal auf google.de, ja, und lässt immer ordentlich die Sau raus, der gute Surfer. Ja, ja, wir könnten jetzt eigentlich schon den Schlüssel reinstecken, aber, liebe Freunde, wie sehe ich denn aus? Tja, ganz bestimmt nicht wie jemand, der dann Schlüssel reinsteckt. Auf keinen Fall. Wir werden nämlich jetzt erstmal gucken, dass wir, ist das der richtige Weg? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo war der richtige Weg? Also, wir waren doch schon mal auf der, ich glaube, rechten Seite gewesen des Schlosses und da haben wir auch den Schlüssel her. Aber es gibt ja noch die linke Seite des Schlosses und ich bin jetzt gerade echt am Struggeln, am Überlegen, wo das gewesen ist. Warte mal kurz, ich habe mir das ja aufgeschrieben. Alles gut, ja. In dem Sinne, gucken wir mal. Und was ist denn hier? Warte mal, das kann sein. Ja, genau, wir waren noch gar nicht hier in der Mitte. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist für uns Neuland. Ich habe nämlich schon so gedacht, so. Ah, okay. Hier können wir auch nur lang wegen Surfers Fähigkeit. Ja, ja. Also thanks. Mein kleiner Brutz. Ja, wie gesagt, wir sind hier in Fort Conrad, sind kurz davor, Tippi zu befreien. Und ach, guck mal an, wie easy ging das denn hier. Nice. Gucken wir mal, ob wir richtig liegen. Oh mein Gott, ich kann die Fragen gar nicht mehr beantworten. Dies ist der Eingang zum supergeheimen Versteck des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss ich die Identität überprüfen. Ja, ja. Bitte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr beantworten. Raumschiff Crucian Comics dürfen niemals aus der Schutzhülle entfernt werden. Das ist wahr. Die Mindestspieldauer eines Rollenspiels muss 180 Stunden betragen. Ich habe das Gefühl, das ist alles wahr. Brustbeutel sind praktisch und noch dazu extrem modisch. Ja. Bitte Kombination angeben. Das war doch schon letztens alles wahr, oder nicht? Kann sein. Wie war das nochmal? Ist es nicht jetzt 2-3, 2-3, weil wir rechts gegangen sind? Ja, dankeschön! Willkommen zu Hause, Meister. Das Wort des Meisters ist nach wie vor sicher. Also, thanks. Ja, mal gucken, ob wir die gute Tippi heute finden. Denn der Konrad, wie er sich, glaube ich, nennt, dieser fette Obernerd, der möchte geklatscht werden. Und dementsprechend werden wir es natürlich tun. Heilung. Die wir direkt wieder aufgeben konnten. Nice HD. Sehr schön. Erstmal voll geheilt. Was passiert? Direkt erstmal fett Schaden gekriegt. Nice. Okay. Das wär's aber auch. Kann ich dich nicht irgendwie. Ich habe das Gefühl, diese Gegner sind unzerstörbar. Ich habe das Gefühl, du kannst sie gar nicht besiegen. Naja, ist auch egal. Komm, weg hier. So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Die beiden Schlüssel, die wir brauchen, um an Tippi ranzukommen, um an Konrad ranzukommen, an diesen Obernerd. Also dieses Chamäleon-Nerd-Vieh. Drecksteil, das wir gleich erstmal dann klatschen werden. Dich kriegen wir schon noch, pass mal auf. So, wir mussten, glaube ich, hier lang, ja? Kannst du gesagt, dass wir damit schneller sind? Ich glaube, wir bewegen uns damit einigermaßen schneller voran. Bye. Hui. So, zack. Erstmal der Katze die Tür vor die Nase gehauen. Verdient natürlich, ja. So, zack. Fortschlüssel 1. Schlüssel akzeptiert. Miau. Nummer 1. Man braucht sowieso zwei Stück. Okay, damit die Tür sich überhaupt öffnet. Alles klö. Schlüssel akzeptiert. Ja, was geht ab? Ja, guten Tag, Katze. Der Schlüssel akzeptiert ihr mir. Und im Moment sieht sie gar nicht so wie der Meister aus. Und Meister Konrad hat total aus dem Bräutnis und tut, dass er gestattet. Alle anderen bekommen den Miezenlaser zu spüren. Was? Gott! Ich verfolge mich ein bisschen ins Grab. Moment mal kurz. Jetzt erstmal speichern, bevor ich hier noch gleich drauf gehe und so. Nicht, dass ich dann nochmal alles neu machen muss. Das wäre richtig zum Kotzen. Wir gehen gleich mal in den 3D-Modus rein. Vielleicht hilft uns das ja. Ach so. Okay, ist ja gut.
Ich bin's doch eins, heiße Braut. Und wir gleich Schaden kriegen. Oh, wie kacke ist das denn? Darf ich jetzt bitte rein? Eintritt wird bei voller Kompatibilität mit Meister Konrad gestattet. Bitte beantworte die folgenden Fragen mit lauter Unwahr. Ja, ja. Videospiele und heiße Bräute sind vom Feinsten. Jawohl. Es ist eine limitierte Edition, ist der Kaufpflicht. Jawohl. Ich habe viele Spiele gekauft, die ich dann nicht gespielt habe. Unwahr. Du bist nicht kompatibel. Das kann aber gar nicht sein. Warum sollte man? Das macht keinen Sinn. Wie war die Frage? Habe ich sie falsch verstanden? Aber wenn ich wie ein Nerd denken müsste, würde ich sagen, ich spiele jedes Videospiel, weil ich ein Nerd bin. So. Hä? Das ist doch voll total unklischee-mäßig. Was soll das denn? Naja. Nochmal alles nochmal als wahre Aussage. Ich habe Videospiele gekauft, die ich da nicht gespielt habe. Warum ist das wahr? Macht keinen Sinn. Kämpfe riesige Roboter. Gegen riesige Roboter muss man das einfach kaufen. Es sind keine Puppen, es sind Actionfiguren. Diskussionen um Raumschiff-Kuschen haben schon einmal eine Freundschaft ruiniert. Ein krass cooles Cover ist wichtiger als die Handlung. Niemals den ersten Comic des Stapels nehmen. Der Comic muss neuwertig sein. Meine erste Liebe war ein Anime-Charakter. Oh, weep. Ich liebe es, mich in Foren über Spiele zu beschweren, die ich nie gespielt habe. Warum muss man ja alles als wahr beantworten? Das ist doch so eine dumme Sicherheits... naja, ihr wisst Bescheid. Das ist doch so eine dumme Sicherheits... Vorkehrung. Macht doch gar keinen Sinn. Dann kannst du was greifen. Okay, thanks. Und nun wird mein bester Bruder geklatscht. Ja, wer bist denn du? Hey, was machst du in meinem Zimmer? Schon mal fast von Privatsphäre gehört? Oh, da bist du ja, Konrad. Ich habe überall nach dir gesucht. Nach mir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist eine heiße Braut. Oh Gott. Oh, heiße Brautalarm. Was? Oh, oh Mann, eine echte Frau in meinem Zimmer. Muss mich beruhigen. Ich bin zu aufgeregt. Viel zu aufgeregt. Wieso fange ich an zu schwitzen? Unfähig, mit Frau zu sprechen. Brauche meinen Laptop. Schnell Polos runterladen. Oh, geil. Starte Babazor.exe. Nerd2Babe-Schnittstelle aktiviert. Willkommen in meinem Fort. Wie geht es dir? Das ist gerade echt ein Dialog hier. Wie geil. Was ist das denn? Was geht hier vor sich? Ich lade dieses Programm immer, wenn ich mit Bräuten spreche. Das wird krass, dann lassen wir Babazor.exe mal seinen Job machen. Oder Babezor. Hä, ich will das aussuchen. Wie heißt du? Mein Name? Ja, ich heiße Peach. Ich bin Peach. Peach, du bist wohl eine Süße, wie? Den Humor habe ich von meiner Mutter. Nur der Klang des Namens lässt mir bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja, weil der Name auch einer Pflaume entspricht und angelehnt ist, du Sau. Du hast eine indirekte Antwort erhalten. Konrads Leidenschaft steigt ein Level. Oh Mann, was nun? Knutschen. Ansehen, heiße Braut. Du bist so niedlich. Fast wie eine Prinzessin aus einem Comic oder Videospiel. Und so lebhaft. Aber das erhöht deine Charme nur noch mehr. Du findest mich charmant? Ich werde ja rot. Du bist ein ganz schöner Schmeichler, Konrad. Oh, das ist nett, danke. Das sagst du doch jedem Mädchen, oder? Auf keinen Fall, du bist die erste. Zumindest die erste echte Frau. Ein Kompliment. Konrads Ego und Leidenschaft steigen ein Level. Und was nun? Item geben. Hä? Rosa Prinzessin? Ja, jetzt wähl doch mal aus. Als Zeichen meiner Zuneigung möchte ich dir dieses Geschenk überreichen. Peach erhält das signierte Rosa Prinzessin Poster. Oh, vielen Dank, Konrad. Oh, vielen Dank, das ist wunderschön. Du magst es? Ich wusste doch, dass du jemand wie du das Poster zu schätzen weißt. Ich hab's bei einem Rosa Prinzessin Fantreffen erstanden. Ich wollte nur eine CD, aber als ich das Poster sah, musste ich es einfach haben. Die Stimme der Prinzessin und der Regisseur haben es signiert.
Wie du sicher weißt, wurde der Regisseur nach Staffel 3 ausgetauscht. Und dazu ist das Logo auch noch in dieser vergoldeten Folie mit Hologramm. Und das Papier erst, es weist UV-Licht ab. Das Poster wird also nie ausbleichen. Ich könnte es für dich rahmen lassen, wie wäre das? Ja, klingt toll. Von was spricht er da? In Ordnung. Lass mich das noch ein paar Minuten behalten, okay? Peach gibt das Poster zurück. Darf ich mal merken, dass es verdammt cool ist, ein Spiel in einem Spiel zu haben. Auch wenn wir das halt eher so, naja, wir, das ist halt so ein Auto ablaufendes Spiel, aber trotzdem cool. Coole Sache. Konrads Zufriedenheit und Leidenschaft steigen ein Level. Okay, und als nächstes, vielleicht denken über die Zukunft oder so. Wir sind füreinander bestimmt, das ist Schicksal, wir sollten heiraten. Heiraten? Wenn du mich willst? Immer langsam. Glaubst du nicht, wir sollten uns zuvor ein bisschen besser kennenlernen? Wer sucht eigentlich diese Antwort für mich aus? Ich heirate diesen Trottel nicht. Und wieso spreche ich überhaupt mit ihm? Ich wollte Tippi retten, wo ist sie? Tippi. Jetzt kommt Knutschen, pass auf. Hier gibt's keinen Tippi-Befehl. Wovon spricht sie überhaupt? Jetzt reicht's mir aber, du lässt sie besser sofort frei. Peach verwendet Kavumso. Kavumso explodiert. Das war sehr effektiv. Nein, meine Grafikkarte! Ah! Du Häufchen Elend. Das war die einzige funktionierende Version von Nerd to Babe. Und jetzt ist sie zerstört. Reale Bräute machen mir Angst. Peach. Tippi, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du bist gekommen, um mich zu retten? So, ihr habt also mein Fort gestimmt und wollt Konradieschen stehlen? Nun, nein, das werde ich nicht zulassen. Der Name Konradieschen stammt übrigens von mir. Krass, oder? Zuerst fand ich es etwas komisch, dass du sprechen kannst. Aber die Reaktion auf Lebetoptero.net hat mich überzeugt. Und du bist mein einziger Offline-Freund. Niemand wird dir mich wegnehmen. Dich mir wegnehmen. Nicht andersrum. Also bye. Oh oh. Ihr könnt mich nicht sehen. Meine Kräfte sind eben vom Feinsten. Klein Konradieschen habe ich versteckt, damit ihr sie mir nicht wegnehmen könnt. Ich bin wieder verschmerzte Crucian vom Staffelende von Raumschiff Crucian. Spürt meine Rache. Oh Gott, okay. Ich würde sagen, Bowser. Vielleicht sollte ich da auf Stampfer zurückgreifen, nicht wahr? Ja, Bomben! Und Fangs? Hey, was soll das? Habe ich auch die Chance zuzuschlagen? Natürlich ganz kurz davor. Und Fangs? Ja, es geht, aber du hast halt verdammt wenig Zeit. In meinen Augen. Hey, ich stand doch genau vor dir. Komm schon. Du weißt halt nicht, wo du hingehen sollst. Und dann, wenn du drauf losspringst, ist es dann meist zu spät. Bowser, dein Bruder ist ja. Ich glaube, Feuer bringt bei dem auch nichts. Also, du musst wirklich auf ihn drauf springen. Du fängst. Ist diese Musik hier, diese Musik, hat die so ein bisschen K-Pop-Attitüde? Kommt für mich schon so rüber. Ehrlich zu sein. Also, J-Pop, K-Pop, keine Ahnung. Weiß K-Pop nicht Korean Pop und J-Pop ist dann japanischer Pop? Sauber japanischer Pop, das passt glaube ich besser. Also die Musik ist echt cool. Und bei.
Schlüsselloch. Hat Mitleid. Ja, was denn? Mitleid, das kenne ich gar nicht, das Wort, du Schwein. Ich mach dich fertig. Mario, ihr seid alle gekommen, um mich zu retten. Ich danke euch. Vielen Dank euch allen. Ich bin so glücklich. Was ist das? Oh, sie ist so glücklich, dass sie uns ein reines Herz gegeben hat. Das reine Herz, aber wie? Als ob Tippis Herz vor Freude überschäumte und so ein reines Herz erzeugte, oder? Mario, ich war über euer Erscheinen und die Rettung einfach so glücklich. Bitte nimm es. Bitte. Oh krass, ey, können wir dich noch 5-mal glücklich machen, dann haben wir das Spiel durch. Voll geil. Wir müssen jeden einzelnen Tipp jetzt nochmal irgendwie entführen und dann glücklich machen und dann kriegen wir noch weitere Herzen. Ja, das ist voll die geile Idee. Ey, no problem. Und damit ist das Kapitel vorbei. Wir haben es geschafft. Es war ein ganz cooles... Ja, es war ganz cool, ja. Es wird hier ein Herz erschienen in einem blendenden Schein. Und euch hier wurde es sichtbar. Dieses und andere Rätsel beschäftigten die Gruppe. Ihr seid unverletzt, oder? Fragte Tippi voller Besorgnis. Tippi erschien verärgert. Mario dagegen schüttelte nur mit dem Kopf. Der lange Weg zurück nach Flippstadt lag vor ihm. Aber wir haben es geschafft. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir natürlich weiter. Wir beenden den Part natürlich nicht. Wie sehe ich ihn aus, ja? Wir haben Besseres zu tun. Wir machen direkt weiter. Und so haben diese Rabauken es geschafft, mich zu überrumpeln. Bruder, sie sind stark, das steht fest. Sehr stark. Ich wage es kaum zu sagen, vielleicht stark genug, der Prophezeiung zu trotzen. Erspare Kanalgraf Knickwitz dieses Geschwätz. Das lichte Prognostikon ist falsch. Das dunkle Prognostikon hat eine Antwort parat, wie wir diese Rabauken loswerden. Na sowas, das höre ich zum ersten Mal. Dann erzählt. Bald, Dimensio, bald. Anastasia, es wird Zeit, ihn auf sie anzusetzen. Ja, ich werde mich darum kümmern, Graf. Ganz reizend, kehrt nun zu euren Aufgaben zurück. Ihr befehlt, Graf. Lang lebe der Graf. Oh, und bye. Liegt dir etwas auf dem Herzen, werte Anastasia? Ja, Graf, wisst ihr jetzt, es ist noch... Wisst ihr, es ist noch Zeit. Ihr könnt es euch noch anders überlegen. Genug, Anastasia, wir sind so nah am Ziel. Und wir setzen diesen Weg natürlich fort. Aber du musst nicht an meiner Seite bleiben. Du hast meinen Segen zu gehen. Nein, mein Graf. Ich habe euch meine Loyalität und mein Leben gegeben. Beides gehört euch seit dem Tag, an dem ihr mich gerettet habt. Ich werde an eurer Seite bleiben, bis mein Spiel ein Ende gesetzt wird, okay? Wenn du das möchtest, dann bitte. Also bye. Scheint sie am Ende vielleicht doch die Retterin in der Not zu sein? So. Interessant. Anastasia und der Graf. So tiefgreifende Gespräche. Ach so. Er war das. Was der Graf wohl für ein Spiel hier spielt? Nun gut, soll er sich darum Sorgen machen. Ich habe eigene Projekte. Was? Als ob er jetzt der Endgegner wird oder was? Timpani, warum gehst du mir aus dem Weg? Aua, lass mich los. Du weinst ja, warum? Timpani, sag mir, was geschehen ist. Es ist nichts, mach dir keine Sorgen. Vergiss es bitte. Oh nein, Timpani, steckt mein Vater dahinter? Ich bin nur ein einfaches Mädchen. Es wird niemals funktionieren. Timpani, ich... Lebe wohl, Blumiere. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist unser Schicksal. Aha, okay. Ist das verwirrend. Ich weiß halt nicht, wer das ist und wer... Es muss was mit Graf Knickwitz und vielleicht sogar mit Anastasia zu tun haben, aber ich weiß nicht genau, inwiefern und keine Ahnung. Inwiefern das zusammenhängt und ach, was weiß ich. Das war... Etwas merkwürdig, aber wir scheinen es ganz gut überstanden zu haben. Es tut mir so leid, das war alles meine Schuld. Und ihr alle. Vielen Dank. Guten Tag. Wenn du mir danken willst, geh mir nicht auf die Nerven, klar, du Pickel.
wo wir gerade davon sprechen, Bowser? Bist du vielleicht der dritte Held? Seid gegrüßt. Ich habe schon auf euch gewartet, werte Helden. Wart ihr erfolgreich bei der Suche nach dem reinen Herzen? Könnte man wohl sagen. Verblüffend, als ihr Tippi gerettet habt, ist das reine Herz einfach so erschienen? Sehr interessant. Warum sieht's so aus, als würde ich schlafen? Ich weiß es nicht. Ihr Blutsauger, diese Burg wurde von den Ältesten erbaut. Meine Vorfahren scheinen weit gereist zu sein. In der Burg jenseits von der großen See versiegelten wir ein reines Herz. Ja, das stand so irgendwo im lichten Prognostikon. Nur ein starker Impuls von Liebe und Vertrauen konnte das Siegel brechen. Wir haben dieses reine Herz also gefunden, weil Tippi begann uns zu vertrauen? Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir drei Helden. Ich kenne den Neuzugang zwar nicht, aber ihr solltet weiter suchen, werte Freunde. Also bitte, mal Spaß beiseite. Es ist ja klar, wer es sein muss. Mariotten Bruders und sein Name ist Luigi. Es ist natürlich Waluigi. Tja, wer hätte das kommen sehen? Mit mir braucht ihr jetzt niemand anderes mehr. Wenn ein Problem auftaucht, walz ich's platt, ich bowserisiere es. Oh, sehr gut, verehrter Bowser. Möge deine Stärke diese... Was ist denn hier los? Oh, wie es scheint, ist die Leere abermals gewachsen. Die Zeit wird knapp. Also weiter, wir müssen schnell die nächste Herzsäule finden. Ich muss mich ebenfalls um ein paar Dinge kümmern. Ich muss das lichte Prognostikon nach weiteren Hinweisen durchforsten. Also bye. Alter, hat das gerade eben ganz kurz geleckt hier. Sind wir voll da noch raus. Jedenfalls. Wo könnte. Der Bowser, mein Bruder. Ich kann mir vorstellen, wo wir jetzt weitergehen können, nachdem wir jetzt diese neue Fähigkeit gelernt haben, ne? Nachdem wir jetzt die Stampfattacke gelernt haben. Oder aber. Könnte ja noch so eine weitere Stelle geben, wo es Stachel gab. Sicher bin ich mir dabei auch nicht. Aber es gibt hier bestimmt noch sowas. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht so. Da! Genau das hier. Und Franks. Oder war das wirklich neu? Ist das hier wirklich neu für uns? Können wir hier was anfangen? Vielleicht hier mit Bowser? Und auch nichts. Gut, dann ist hier nichts. Also... Ich würde dann einfach mal schätzen, dass wir wieder runter müssen. Und wieder die andere Röhre nehmen müssen. Also das ist... Dieses ständige Suchen nach der potenziellen Stelle fürs für die nächste Herzsäule. Das ist... Hui. Was soll ich Ihnen sagen? Sie sehen es ja selber. Vielleicht hier rechts oder hier links irgendwo. Ja, genau hier. Gab es nicht auch irgendwie so ein Rätsel, das gelöst werden musste? Es gab ja doch bestimmt irgendwo ein Schild, oder nicht? Nicht? Ah, okay. Weiß jetzt zwar nicht, wie genau ich das machen soll. Und ob ich das überhaupt rausfinden kann. Aber gab es denn nicht irgendwo ein Schild diesbezüglich? Ich gehe erstmal hier runter. Mal wieder, zum 10.000. Mal. Wir haben es noch nicht oft genug gesehen.
War das jetzt neu für uns? Seit wann haben wir eigentlich Plattlo? Scheinbar schon irgendwie seit der letzten Welt, oder was? Gab es denn nicht auch irgendwie Stacheln oder? Ich habe echt keine Ahnung. Können wir auch irgendwie so darüber fliegen mit Hilfe von Surfer? Ne, wir fallen runter. Okay, ich habe offiziell keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Nice. Ich weiß es nicht. Da waren wir ja schon. Gut, okay, es ging ja auch durch Bomben. Wir haben ja auch die ganzen Blöcke durch Bomben kaputt machen können. Okay, ja gut, okay. So kamen wir hier rein, aber trotzdem. Ich habe das Gefühl... Vielleicht ist da ja der richtige Weg. Weil ich da auch nicht dran glaube, aber... Da war ja auch schon die Herzsäule und so. Ah, diese ekelhafte Sucherei. Na... Ja, ich würde sagen, ich beende den Part und wir sehen uns wieder, wenn ich die nächste Herzsäule gefunden habe. Wow. Ich liebe es, wenn du 10 Jahre suchen musst, bis du was gefunden hast. Das ist immer das Beste an diesem Spiel. Naja, haut rein. Ciao.